Berlin, diese attraktivste Stadt, so sagt man doch in ganz Europa, ja sogar in Amerika. Das kann doch ein Ort sein, wo wir mal alles ganz anders machen können. Berlin ist pleite. Und ich soll es jetzt richten. Ich soll die Finanzkrise lösen. Ich? Weil ich von Geburt an geizig bin? Also wenn mir der Herrgott schon diese Visage mitgegeben hat, dann kann ich ja auch mit dem Pfund Wuchern, das ich habe, mit dem schwäbischen Dialekt, mit dem es sofort für geizig, aber auch reich gehalten wird. Oder hätte ich meine große Liebe, hätte ich die vielleicht enttäuschen sollen und irgendwelche unwichtige Wahrheiten preisgeben? Mich überhaupt die Miete zahlen konnte, ohne richtigen Job. Jetzt musste ich mir andere Schwaben als Vorbilder suchen. Nicht mehr solche Idealisten wie Schiller, Hölderlin, Enslin. Da ist mir Karl Heinz gefallen, mein alter Schulkamerad, Klassenstreber und Oberprimus. Kein Politiker hat uns aufgehalten, kein Kontrolleur hat uns aufgehalten. Und wenn sie in kurzer Zeit sehr viel Geld scheffelt, da traut sich überhaupt keiner, irgendwelche Fragen zu stellen. Manche sind richtig reich geworden. Und die Bank ist pleite gegangen. Ja, ja. Einer trage des anderen Last. Das geht vielleicht bei einem Sachsen, aber nicht bei einem Schwaben. Ein schwäbischer Mann lässt sich nicht so gerne helfen. Vielleicht gar nicht von einer Frau und von der eigenen noch viel weniger. So einer muss selber die Hosen anhaben. Schwäche zeigen ist verboten.